Tja, ob Sie es glauben oder nicht, Holmes, die Zeiten ändern sich. Das versprechen Sie mir nun schon all die Jahre. Aber nichts tut sich. Die Welt dreht sich stoisch im Takt der immer selben Melodie. Der Melodie der Gleichgültigkeit. Jede Tonfolge eine Dissonanz, die einem Spottlied auf Erfahrung und Weisheit gleichkommt. Statt feinfühliger Instrumente immer nur großkalibrige Waffenmündungen, die alles in Schutt und Asche verwandeln. Naja, statt Erkenntnis Machtgier. Statt Verbrüderung Unterwerfung. Ich nehme an, Holmes, Sie spielen auf die ernüchternden Ereignisse in Südafrika an. Wobei sich die Buren recht wacker schlagen, möchte ich meinen. Auf 3 Seiten stehen die neuesten Berichte von der Front abgedruckt. Moment mal. Ja. Steht sonst nichts in der Zeitung, womit Sie mich deprimieren könnten? Oh doch, Holmes, eine ganze Menge. Aber womit fange ich denn an? Ach, hier. Das wird Sie bestimmt interessieren. Die Eisenbahngesellschaft denkt daran, die Fahrkartenpreise zu erhöhen. Das ist ja nichts Neues. Ja. Noch nicht deprimierend genug? Dann warten Sie mal hier. Ja, das wäre auch noch was für Sie. Wirtschaftskonjunktur schwach wie noch nie. Erwartungen werden deutlich nach unten korrigiert. Dividende geschmälert. Ich sprach von deprimieren, nicht langweilen, Watson. Oh, wie konnte ich das nur verwechseln, Holmes. Es ist nichts los da draußen, Holmes. Kein Mord, keine Überfälle, kein Betrugsdrama. Es ist ja alles. Du meine Güte, was ist denn mit Ihnen heute los, Holmes? Sind Sie mit dem falschen Bein aufgestanden? Das ist faktisch nicht möglich, weil dort die Wand ist, Watson. Ah ja, weil dort die Wand ist. Ja, verzeihen Sie mir. Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Apropos vergessen. Sieht so aus, als hätte die gute Mrs. Hudson heute vergessen, uns die Post hochzubringen. Und, was erhoffen Sie sich darin zu finden? Möglicherweise wieder einmal eine aufheiternde Todesdrohung gegen Sie? Ja, so etwas in der Art. Ja, Sie erwarten hoffentlich nicht von mir, dass ich jetzt aufstehe und zum Briefkasten schlendere. Oder würde das Ihre Laune eventuell wieder etwas bessern? Ja, dann müsste schon etwas sehr Aufregendes dabei sein. Eine Verschwörung gegen das Königshaus beispielsweise oder, etwas ähnlich Bedeutsames. Bedeutsames, ja. Dass Sie sich immer gleich solche Katastrophen ausdenken müssen. Wie auch immer, lesen Sie in Ruhe die immer selben Meldungen. Ich hole die Post. Sehr rücksichtsvoll, Holmes. Tja, immer das Gleiche mit dem großen Meister. Wenn er nichts zu tun hat, oh Gott, oh Gott. Ja, was haben wir denn hier? Nein, der Wirtschaftsteil. Einbußen, Abschreibungen, Bankrotterklärungen. Ach, nur der hier scheint alles richtig gemacht zu haben, dieser Italiener. Holmes, wissen Sie noch, als wir Ende März diese Schlagzeile von dem kabellosen Telegrafen gelesen haben? Nein, das habe ich gerade nicht vor dem geistigen Auge. Aber das ging doch ganz groß durch die Presse. Die erste drahtlose Verbindung über den Erbelkanal. Sie selbst haben mir den Artikel vorgelesen. Ja, ist ja kaum zu glauben. Ja, also wenn ich es Ihnen doch sage. Jedenfalls macht dieser Macaroni... Wie bitte? Dieser Marconi. Ist mir jetzt aber peinlich, ja. Ja, hat recht. Mit seiner Wireless Telegraph Company sehr von sich reden. Ach, was Sie nicht sagen. Ja. Hier, hören Sie mal zu, Holmes. Moment, wo war das denn? Hier. Also... Sagenhafte Umsätze dank patentierter Drahtlostelegrafie. Marconi kauft Aktien zu Höchstpreisen zurück. Der Visionär und erfolgreiche Geschäftsmann Guglielmo Marconi macht seinem Wegbereitern ein traumhaftes Angebot. Er kauft die von ihm vor 2 Jahren veräußerten Wertpapiere zum Wechselkurs von sage und schreibe 10-1 zurück. Der Mann muss völlig verrückt sein. Ja, wie war? Ja. Aber hören Sie mal, das geht noch weiter.
Die damaligen Aktien wurden zu einem Stückpreis von 5 Pfund auf der Börse gehandelt. Seitdem konnte man den Aufstieg der Marconi-Aktie nicht bremsen. Ihr Wert liegt mittlerweile bei 22 Pfund. Mit diesem Angebot will Marconi zum einen seinen ungezählten Investoren danken und zum anderen wieder die 51%-Marke seiner Besitzanteile erreichen. Marconi hat Pläne in Übersee, für die er volle Handlungsfreiheit benötigt. Das Angebot beginnt bei morgiger Eröffnung der Londoner Börse und endet um 12 Uhr mittags. 50 Pfund pro Aktie. Ist das zu fassen, Holmes? Also, wenn ich gewusst hätte, dass die Geschäfte an der Börse so einfach sind. Ach, was hat er nur vor? Das habe ich Ihnen doch gerade vorgelesen. Er will nach Übersee expandieren. Nach Übersee expandieren? Ja. Wie kommen Sie denn auf diesen Unsinn? Ja, wieso denn nicht? Das schreibt der Autor dieses Artikels. Ach, sind Sie immer noch mit dem Chronicle zugange? Wollen Sie etwa damit sagen, Sie haben mal wieder überhaupt nicht zugehört, oder Holmes? Ich lese gerade einen Brief, Watson. Und ich habe Ihnen einen Artikel aus der Zeitung vorgelesen, von dem Sie nichts mitbekommen haben. Kommen Sie, wir müssen los, sonst schaffen wir es nicht mehr. Was schaffen wir denn nicht mehr? Hier, sehen Sie mal. Können Sie den roten Stempel lesen? Tja, Eilbrief und? Naja, es eilt, es eilt. Es eilt? Ich bin aber noch nicht mit meiner Zeitung fertig. Dann nehmen Sie das Blatt meinethalben mit. Kommen Sie, es eilt wirklich. Was bitte wollen wir denn jetzt im East End, Holmes? Dreimal dürfen Sie raten. Das sollte ich mir mal erlauben. Wie meinen Sie das? Na, wenn Sie an einem Fall arbeiten und nicht weiterkommen, Ihnen diese überaus hilfreiche Offerte zu machen, dreimal dürfen Sie raten, wer der Täter ist. Also gut, wir suchen jemanden. Ach, wir suchen jemanden, ja. Dass wir nicht wegen der schönen Aussicht fahren, war mir eigentlich klar. Geht's nicht ein bisschen präziser, Holmes? Naja, zuerst sollte ich Ihnen vielleicht verraten, wer der Absender des Briefes war. Ja, ich bin ganz Ohr. Naja, Sie dürften den Namen kennen. Nicht zuletzt wegen so mancher Schlagzeilen, die durch die Gazetten gegangen sind. Francis Bellamy. Von Bellamy und Harlington, der Bank? Hm. Was haben Sie denn mit der zu schaffen? Ich weiß zwar nicht, wo Sie Ihr Geld anlegen, aber so viel Interesse traue ich auch Ihnen zu, dass Sie von diesem Haus besser die Finger lassen. Na, vor nicht ganz 2 Jahren wären Sie sicher voll des Lobes gewesen, wenn der Name Bellamy und Harlington gefallen wäre. Sie müssen eben besser zuhören, denn wie ich sagte, unlängst noch, die Zeiten ändern sich. Touché. Watson 1, Holmes 0. Und um wen handelt es sich? Wen sollen Sie für Bellamy ausfindig machen? Also die Antwort durfte Sie ähnlich überraschen wie mich vorhin. Den besten Safe-Spezialisten von London. Ja, sehr komisch, Holmes. Wirklich sehr komisch. Jetzt sind wir mal im Ernst. Wen suchen wir denn? Ja, ich kann meine Antwort nur wiederholen. Den besten Safe-Spezialisten der Stadt. Und das ist meines Wissens Alibaba, Andrew. Der König, der Tresorknacker. Wie denn? Was denn den? Den haben Sie meines Wissens mehr als nur einmal hinter Gitter gebracht. Ganze 4 Mal, um genau zu sein. Ja, er hatte und hat einfach einen unverwechselbaren Stil. Das könnte ein Segen sein. Ich betrachte es in seinem Gewerbe eher als Fluch. Also wir sollen der Bellamy und Harlington Bank einen Tresorknacker beschaffen? Wie bitte soll man das denn jetzt verstehen? Wollen die sich ihr fehlendes Eigenkapital jetzt auf unorthodoxe Weise beschaffen, um so aus den roten Zahlen zu kommen?
Meine Meinung pendelte anfangs ebenfalls zwischen Heiterkeit und Bestürzung. Aber hätten Sie Ihre geschätzte Tageszeitung aufmerksamer gelesen, dann wüssten Sie, worum es geht. Ich habe die wichtigen Artikel alle durch. Die Bellamy und Harlington Bank wird nirgendwo erwähnt. Aha. Schon das Feuilleton durchgeblättert? Also, was hat denn eine Bank im Feuilleton zu suchen? Aber gut, dass ich meine Zeitung mitgenommen habe. Da schauen wir doch gleich noch mal nach. Aber das gibt es doch nicht. Sehen Sie? Hören Sie mal, was hier steht, Holmes. Wie Francis Bellamy bei der Pressemitteilung verlauten ließ, wird am heutigen Tag das mit Abstand teuerste Stück, das seine Bank je beherbergt hat, in einen extra dafür angefertigten Safe verbracht, um morgen der gesamten Presse präsentiert zu werden. Das ist ja unfassbar. Watson 1, Holmes 1. Aber mir ist doch immer nicht klar, warum Bellamy sich mit dieser absurden Bitte an Sie wendet. Ja, das klärt er in den letzten Zeilen auf. Der Tresor gilt als einbruchsicher, unbezwingbar. Aber Mr. Bellamy möchte quasi so eine Art, Gutachten eines Experten. Also, Sie glauben doch nicht etwa, dass Alibaba Andrew bei dieser Sache mitmachen wird, oder? Naja. Das wäre ja so, als würde er seine Person und das, wofür er steht, selbst verraten. Wenn er nicht bei Ihrem Erscheinen sofort ein paar Kumpels mobilisiert und sie vertrimmen lässt. Ja. Und mich selbstverständlich gleich mit. Mein lieber Watson, unterschätzen Sie nicht die Macht des legal verdienten Geldes. Soll heißen, Alibaba Andrew bekommt einen Obolus von nicht zu verachtender Höhe für seine Mühe erstattet. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass über dieses Spektakel auch andere namhafte Tresorfabrikanten auf ihn aufmerksam werden. Und seine Expertise anfordern. Also, es wundert mich dennoch, dass Mr. Bellamy bei der angespannten Situation seiner Bank meiner Meinung nach immer noch das Geld zum Fenster hinauswirft. Naja, es wird nicht leicht sein, Alibaba Andrew so schnell zu finden. Wir dürfen davon ausgehen, dass alle, die wir nach ihm fragen, vorgeben werden, ihn nicht gesehen zu haben. Ist doch klar. Geschweige denn, dass sie etwas über seinen momentanen Aufenthaltsort wissen. Tja. So sind die Brüder. Es war wirklich ein merkwürdiger Fall. Im Herbst jenes Jahres 1899. Schon oft hatte man Holmes Dienst in Anspruch genommen, wenn es darum ging, gewisse Abläufe oder Sachverhalte auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Aber das, womit sich Francis Bellamy an ihn wandte, war selbst für meinen Freund Holmes neu. Jeder in London wusste, dass es mit der Liquidität von Bellamy und Harlington nicht weit her war und dass es sicherlich nur noch eine Frage weniger Tage sein konnte, bis die Bank Konkurs anmelden würde. Trotzdem nahm Sherlock Holmes die Sache so ernst, wie er es mit jedem neuen Auftrag zu tun pflegte. Diesmal mit der Option, sich mit der anderen Seite zu verbünden, um dann gemeinsam der guten Sache zu dienen. Oh, und schon wieder Fehlanzeige, Holmes. Nee, Meister, den gibt's hier nicht. Schönen Tag noch. Ja. Oh mein Gott, was rauchen die bloß da drinnen? Torf? Ja, wie sagt das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Kommen Sie, es ist nicht weit, nur um die Ecke und wir sind da. Holmes, wissen Sie, wie gering die Chance ist, dass wir den Knaben dort antreffen werden? Es ist genauso, wie ich sagte. Sobald die Leute sehen, wer da in ihr Etablissement kommt, machen sie dicht und leiden sofort an Amnesie. Ja, die berühmte Mauer des Schweigens. Ja, sicher sind schon ein paar Getreue zur Hintertür raus, um Alibaba Andrew einen Tipp zu geben, dass Sherlock Holmes nach ihm sucht. Das war nun wirklich keine Glanzleistung von Ihnen, Holmes. Na, dann wollen wir mal. Ja. Neues Spiel, neues Glück. Nochmal zwei Stouts, aber zügig. Wir haben Durst. Hör mal, mein Kleiner, wenn du mich so rumkriegen willst, ja? Bist du bei mir an der falschen Adresse. Na, guck mal, die beiden da.
Was sind das für Gestalten? Kommt jetzt wieder, ihr auditiver Wahrnehmungsquatsch. Gentlemen, vorzustellen brauche ich mich sicher nicht. Deshalb habe ich auch nur eine einzige Frage. Weiß jemand, wo sich Alibaba Andrew zur Stunde aufhält? Ja, meine Herren, es geht um einen wichtigen Auftrag, den ich für ihn habe. Schaut euch die mal an. Das glaube ich nicht. Alibaba, Andrew, habt ihr das gehört? Alibaba, Andrew. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie über derart komödiantisches Talent verfügen, Holmes. Tja, ich auch nicht. Wann sollen wir uns in der Bank einfinden? Um 16 Uhr? Das schaffen wir nie. Ein bisschen mehr Zuversicht, Watson. Das ist es, was wir jetzt am meisten brauchen. Also, wir laufen uns hier die Schuhsohlen ab. Und wofür? Für eine Schnapsidee. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn er im Beheaded Swordsman auch nicht ist, geben wir auf. Und ich blase die Sache ab. Na, das will ich sehen. Dass Sie einen Auftrag sausen lassen, Holmes. Es ist mir ein Rätsel, dass die nicht längst alle an einer Rauchvergiftung gestorben sind. Ja, wohl wahr. Hey. Und schon wieder weiß man genau, wen man vor sich hat. Und überlegt angestrengt, wie viele Jahre Gefängnis sich hier und heute versammelt haben. Und ob man es uns heimzahlen soll oder nicht. Dafür waren meine Stoßgebete offenbar richtig adressiert. Schauen Sie mal, ja? Da hinten in der Ecke sitzt Alibaba Andrew. Ja. Allerdings nicht mit 40, sondern nur mit einem Räuber. Na, die werden Augen machen. Also weißt du, Alibaba, du bist ein Schlitzohr. Guten Tag, Alibaba Andrew. Ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht bei wichtigen Geschäften. Ich glaube, ich habe eine Erscheinung. Kneifen Sie mich mal, damit ich sicher sein kann, dass ich nicht träume. Auch ohne Ihnen Gewalt anzutun, Sir. Wir sind's tatsächlich. Wie überaus reizend von Ihnen, sich in meine Dunstkreise hinabzubegeben. Mein Kumpel muss ich Ihnen sicher nicht vorstellen. Verdammt. Schlüssel, Eddie und ich durften ihretwegen schließlich zusammen bummen. Na, soweit ich mich erinnere, waren es doch nur 8 Monate. Na, darf ich mal fragen, womit ich Ihre Gesellschaft verdient habe? Wenn es um irgendeinen Einbruch geht. Ich bin erst seit 2 Wochen wieder draußen und habe meine Werkzeugtasche noch nicht mal aufgemacht, um darin aufzuräumen. Ich verrate Ihnen nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass Sie gleich entweder sehr lachen oder verwundert aus der Wäsche glotzen werden. Dazwischen gibt es leider nichts. Ja, ich möchte, dass Sie uns zur Bellamy und Harlington Bank begleiten und sich mit dem dortigen Tresor befassen. Sie wollen, dass ich am helllichten Tag in eine Bank gehe und dort den Safe knacke? Sind Sie noch ganz dicht? Wie Sie hören, liege ich ab und zu mit meinen Prognosen richtig. Ich weiß nicht, wie oft Holmes unseren Safe-Spezialisten klarzumachen versuchte, dass diesmal kein Haken an der Sache wäre und er nicht verhaftet werden würde, wenn es ihm gelänge, der Aufforderung seines Bittstellers nachzukommen. Erst als Holmes ihm mit dem Brief vor der Nase herumwedelte, schien so etwas wie ein Funken Glaube in seinen Augen aufzuglimmen. Was so gesehen eigentlich idiotisch war, denn Alibaba Andrew war Analphabet. Gut, nehmen wir an, ich glaube Ihnen, dass Sie nicht plötzlich Ihren Verstand verloren haben und es wirklich ernst meinen. Was springt denn für mich dabei raus? Gegenfrage, wie viele Pfund haben Sie in Ihrem Leben schon auf ehrliche Weise erarbeitet? Pfund? Sie sprechen von Pfund? Meister? Also Ihrer Heiterkeit entnehme ich, dass Ihnen dazu noch der eine oder andere Schilling fehlt. Gut, nehmen wir an, Sie könnten sich 15 Pfund verdienen.
Eddie, verdufte. Wir quatschen gleich weiter. Ja, ja. Immer wenn es um die Kohle geht, soll ich verduften. Also, dafür, dass ich aus Ihrem kostbaren Tresor einen begehbaren Kleiderschrank mache, wollen Sie mir 15 Pfund geben? Nicht ich, Mr. Bellamy. Und Sie sollen ihn nicht zerlegen, sondern nur einschätzen, ob der besagte Geldschrank sicher ist oder nicht. Ist er nicht? So, kann ich das Geld haben? Holmes hatte es tatsächlich geschafft. Er brachte den besten Safe-Experten Londons zu Bellamy und Harlington. 4:05 kündigte uns der Portier der Bank bei Mr. Bellamy an. Wir warteten im Foyer. Es war ein trauriger Anblick, wie ich eingestehen muss. Hinter den Schaltern warteten die Angestellten auf Kundschaft. Aber es war niemand da. Und es würde auch niemand kommen. Der prunkvolle Kassenraum der einstigen Vorzeigebank lag verwaist da. Die Stille war geradezu gespenstisch. Und das, obwohl das Gebäude an einer der belebtesten Straßen Londons stand, der Lower Thames Street. Dann wurden wir zu Mr. Bellamy geführt, einem hochgewachsenen Mann, dem man die Jahrzehnte seiner verstrichenen Lebenszeit allenfalls an den graumelierten Schläfen, nicht aber an seinen dynamischen, ja, ich möchte fast sagen, flotten Bewegungen ansah. Wache, helle Augen in einem fein geschnittenen Gesicht, das seine aristokratische Herkunft nur schwerlich verbergen konnte. Viel war über Francis Bellamy nicht bekannt. Einzig, dass er Junggeselle geblieben war. Vielen Dank, Parker. Benötigen Sie noch etwas, Sir? Wenn Sie mir und meinen Gästen dann noch Tee bringen würden. Sehr wohl, Sir. Ich danke Ihnen, dass Sie meiner Bitte so umgehend nachgekommen sind, Mr. Holmes. Ebenso gilt mein Dank Ihnen, Dr. Watson. Ach, es ist nicht der Rede wert. Und Sie dürften dann wohl der besagte Experte sein, ich über Mr. Holmes habe avisieren lassen. Sie haben mich, was? Ja, ja, das ist genau Ihr Mann, Mr. Bellamy. Und hört auf den klangvollen Namen Alibaba Andrew. Überaus erfreut, Mr. Alibaba. Alibaba. Ja. Sie ahnen nicht, von welcher Bedeutsamkeit Ihre heutige Expertise sein wird. Von Ihrem Können wird es abhängen, Sir, wie Bellamy und Harlington in der Öffentlichkeit letztlich dastehen wird. Meine heutige was? Ach, egal. Ich will mein Geld haben. Ihr... Ach so. Sie bevorzugen Vorauskasse. Ja, ja. Gut, ich halte selbstverständlich Wort. Schön. Bitte sehr. Ich hoffe sehr, dass 5 Pfund Noten Ihnen zusagen. Oh, 15 Pfund. Einfach so. Für nix. Was heißt denn hier für nix? Sie werden Mr. Bellamy dafür einen ausführlichen Bericht erstatten, was Sie von seinem Tresor halten. Ja, ja. Ja. Ich denke, es ist besser, wenn Alibaba Andrew das Objekt schon mal in näheren Augenschein nimmt. Ja, Sir. Ah, sehr gut. Ich danke Ihnen, Parker. Wenn Sie dann diesen Gentleman runter in den Tresorraum führen würden. Er ist der Fachmann, auf den ich gewartet habe. Das wäre dann soweit alles. Sehr wohl, Sir. Ja, ich habe aber... Mein Kram nicht dabei. Ach, Sie sind ganz ohne Ihr Werkzeug hier? Ja, die zwei haben mir gesagt, ich brauchte es nicht. Sie sollen das Ding ja auch nur begutachten, auf Schwachstellen untersuchen. Ja, bitteschön. Das ist aber ein komisches Gefühl, wenn ich mit einem Safe im Raum bin und mit nichts dastehe, außer meinen Händen. Ja, ja, ja. Sie werden es überstehen, denke ich. So ein Blödsinn. Diese reichen Schnösel. Ein sehr interessanter Mann. Naja, er mag nicht die besten Manieren haben, aber er hat einen Ruf, der ausnahmsweise echt ist. Er besitzt mehr Ahnung von Tresoren als die Hersteller selbst. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Mr. Holmes. Dankeschön. Meine ursprüngliche Idee war es ja, die Polizei oder Scotland Yard zu kontaktieren.
Aber ich dachte mir, wenn jemand auf diesem Gebiet Rat weiß, dann Sherlock Holmes. Ich kann mich nur der Dankesformel meines Freundes anschließen. Es ist nicht der Rede wert. Gewiss möchten auch Sie Ihr Geld sofort haben, nicht wahr? Und natürlich kann ich Ihre Sorge nur zu gut verstehen. Wenn man die langen Schlangen vor unserem Gebäude gesehen hat, als wir das erste Mal insolvent waren. Vor 3 Wochen. Die Gläubiger setzen Ihnen also die Pistole auf die Brust. Eine Metapher, die mehr als passend ist, Sir. Ergänzen ließe sich diese gedachte Szene noch um den Umstand, dass der Revolverhahn bereits gespannt ist. Ja, aber wie konnte es nur so weit kommen, Sir? Wie ist es möglich, dass eine Erfolgsgeschichte so plötzlich und so unrühmlich endet? Wie es so weit kommen konnte, fragen ja. Sie. Ja, ja, ja. Wir hatten einfach großes Pech, verstehen Sie? Pech? Ist das eine reichlich nun einfache Antwort bei einem so komplexen Geschäft wie einer Bank? Wir, und damit meine ich meine Angestellten und mich, wir hatten das Pech, dass mein Geschäftspartner und guter Freund Ernest Harlington vor nicht mal 2 Jahren an einer Lungenentzündung verstarb. Das war der Anfang vom Ende. Aber wenn ich das richtig deute, Sir, dann wollen Sie damit sagen, dass er es war, der die Ahnung vom Geschäft hatte. Den Schluss könnte man tatsächlich ziehen, ja. Und sicherlich wird der eine oder andere das auch denken. Tatsächlich aber ist es so, dass sein Sohn John Harlington die Geschäfte seines Vaters übernahm. Leider ist er es, der keinerlei Ahnung vom Bankwesen und seinen Regeln besitzt. Trotz des Vorbilds seines Vaters ist er das genaue Gegenteil von ihm. Der missratene Sohn also. Ich würde Ihnen gerne widersprechen, Sir, aber Sie haben völlig recht. Der Juniorchef hat die Bank also so runtergewirtschaftet. Da seine Mutter bei seiner Geburt starb, wurde John Harlington von seinem Vater großgezogen. In den über 30 Jahren unserer Geschäftsbeziehung habe ich Ernest oft im liebevollen, aber strengen Umgang mit seinem Sohn erleben dürfen. Er hat John immer zur Sparsamkeit erzogen. Als Ernest gestorben war, war es so, als hätte sein Sohn den Schlüssel zum verlorenen Paradies erhalten und er hatte nichts Besseres, nichts Eiligeres zu tun, als es auszubeuten. Also gemeinsame Sache mit der Schlange zu machen und gegen alle Grundsätze der Vernunft zu handeln. Ich nehme an, dass Sie sich meine nächste Frage werden denken können. Wie ich das zulassen konnte. Ja. Wie ich, der alte Hase, der jeden Trick in der Branche kennt, wie ich tatenlos dabei stehen und ihn gewähren lassen konnte. Nun, die Antwort ist ebenso simpel wie ernüchternd. Die Bank teilt sich in 49% und 51% Besitzanteile. Und nun raten Sie mal, wem die 51% gehören. Ja, ich verstehe. Obwohl sich aus dem Firmennamen anderes herleiten ließe. Schließlich heißt er Bellamy und Harlington. Also dieser junge Krösus besitzt lächerliche 2% mehr und darf deshalb machen, was er will? So einfach funktioniert es manchmal, Sir. Dank dieses vergleichsweise kleinen Unterschiedes ist mir John keine Rechenschaft über die Geschäfte und Projekte schuldig, die er plant und durchführt. Er hat die absolute Mehrheit und ist damit unabhängig. Autonom oder autark, um es noch stärker herauszustellen. Verzeihen Sie mir bitte den medizinischen Vergleich, Sir. Aber für mich hört sich das an, als hätte man einem Alkoholiker eine Schnapsbrennerei überschrieben. Ich halte dieses Gleichnis für durchaus anwendbar, Dr. Watson. Das bedeutet also, dass Sie für Ihre Transaktionen stets seine Zustimmung brauchen. Er aber umgekehrt eben nicht. Das ist die rechtliche Situation. Zu Lebzeiten von Ernest haben wir stets zusammen entschieden. Nichts ging ohne das Wort des anderen. Aber wir waren eben von der ersten Stunde an gleichwertige Partner im Vertrauen, nicht auf dem Papier.
Immer wieder hat er mir gesagt, dass wir doch endlich das prozentuale Ungleichgewicht egalisieren sollten. Verstehen Sie, er hat mich dazu gedrängt. Nicht finanziell. Er wollte einfach nur per Notar die Gleichstellung schriftlich fixieren lassen. Ich bin damals zu leichtfertig mit seinem großzügigen Angebot umgegangen. Dann, wie aus dem Nichts, kam seine Krankheit. Und während wir beide noch dachten, alles würde wieder in Ordnung kommen, hat sein Sohn im Hintergrund schon die Fäden für die baldige Übernahme gezogen. Soll heißen, mich auszuboten und hinter dem Schiff herzuziehen. Ich habe genauso viele Möglichkeiten, die Geschicke dieser Bank zu leiten, wie unser Hausmeister, der im Übrigen schon gekündigt hat. Und es gibt keine Teilhaber, keine Gesellschafter, die ihm einen Riegel vorschieben könnten? Nein, Ernest und ich haben dieses Unternehmen mit unserem Privatvermögen gegründet. Wir sind damals von der irrigen, vielleicht auch naiven Annahme ausgegangen, dass zu viele Köche den Brei verderben. Jetzt hingegen würde ich mir wünschen, dass wir nach dem Aufstieg unserer Bank weitsichtiger, verantwortungsvoller gehandelt hätten. Und dennoch haben Sie einen Gönner finden können, der Ihnen ein sagenhaftes Objekt zur Aufbewahrung übergibt? Ja, so ist es. Aha. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass diese Aktion dank meiner alten Kontakte zustande gekommen ist. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt zu erfahren, ob... Was hat das zu bedeuten, Bellamy? Was genau meinst du, John? Das weißt du sehr genau. Was ist das für eine Sache, die du einfach so ohne mich in die Wege geleitet hast, ne? Hast du vergessen, dass ich hier das Sagen habe? Dass ich erst alles unterschreiben muss, bevor hier irgendwas entschieden wird? Das habe ich nicht vergessen, John. Dank deiner umsichtigen und überlegten Handlungsweise schafft es der Name unserer Bank schließlich immer noch in den Unterhaltungsteil einer Zeitung und nicht mehr auf die langweiligen Wirtschaftsseiten. Du hast ohne mich... Es hat keinerlei Relevanz mehr, John. Da magst du dich aufregen, wie du willst. Kannst blasiert von oben herabreden, wie du es in den letzten Monaten stets getan hast, wenn ich dich vor heillosen und vor allem sinnlosen Investitionen warnte. Wir sind bankrott! Dank deiner schwachsinnigen Führung ist diese Bank zahlungsunfähig. Wobei das Wort Führung in diesem Zusammenhang schlecht gewählt ist, da du unfähig warst und bist. Du hattest keine Ahnung von dem, was dein Vater und ich hier geschaffen haben. Nur davon, wie du es zerstören konntest. Du bist vielleicht bankrott. Ich bin es noch lange nicht, wie du weißt. Wie kann das angehen? Schließlich war zu lesen, dass sie beide... Und das schließt Sie nun mal mit ein, Sir, mit Ihrem Privatvermögen haftbar gemacht worden. Wer ist dieser Wichtigtuer? Einer deiner Revisionsprüfer? Sehen Sie, was ich meine? Man merkt, dass Sie wirklich Ahnung haben, Mr. Harlington. Was soll Ihr unverschämtes Gelächter, hä? Was ist so komisch? Naja, dass im Fall Ihrer Bank mit einem Revisionsprüfer nichts mehr zu erreichen ist. Ha, das müssen Sie einsehen. Ein Konkursverwalter würde hier möglicherweise ein Betätigungsfeld finden. Ich werde sie an die Luft setzen lassen, alle beide. Wenn du glaubst, wir hätten noch Sicherheitspersonal, du unterliegst wie so oft einem Irrtum. Matthews und Nodding haben schon vor einer Woche gekündigt. So lange dürfte es in etwa auch her sein, dass du das letzte Mal hier warst. Der Rest unserer Mitarbeiter bleibt nur noch aus Solidarität zu dem, was hier bestand, was hier gelebt wurde. Sie wissen, dass Sie am Ende der Woche leere Lohntüten bekommen werden. Dass dann das Kapitel Bellamy und Harlington endet. Für immer. Weißt du, wie egal mir das ist? Natürlich. Aber ich werde mich nicht mehr darüber aufregen. Ach, na sieh mal. Und was ist das jetzt für ein sagenumwobenes Ding, das du unten im Bauch deines Stahlmonsters einschließen willst? Eine Riesensumme Geld? Niemand zahlt hier noch Geld ein, John. Alle Kunden haben ihre Konten gelöscht und trotz meines Barvermögens und meines mittlerweile heillos belasteten Hauses bleiben wir vielen ihr Geld schuldig. Der sparsamen Witwe ebenso wie dem reichen Geschäftsmann. Wir bleiben ihnen das Geld schuldig, das sie uns anvertraut hatten. Ein Restrisiko bleibt nun einmal immer bestehen. So funktioniert das Bankgeschäft.
Und jetzt sag schon, was wird in unserem Safe übernachten? Du kannst lesen, John. Also warte es einfach ab. Sobald ich die Zustimmung von Mr. Alibaba habe, wirst du es erfahren. Und Sie haben den Safe extra dafür einbauen lassen? Mit einer Eilbestellung war dies möglich. Eine gute Woche haben die Umrüstarbeiten gedauert. Ja. Und mein letztes Geld verschlungen. So eine Verschwendung. Nun, wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntermaßen nicht mit Stein werfen, Mr. Harlington. Sparen Sie sich Ihre Kommentare, Mr. Holmes ist der Name. Sherlock Holmes. Und nun raten Sie mal, wer ich bin. Das interessiert mich nicht. Ich denke, dass wir nun runter in den Tresorraum gehen können, um uns Mr. Alibabas Urteil anzuhören. Ich bin sehr gespannt. Was für ein Urteil? Wovon redest du da, Bellamy? Lass dich einfach überraschen, John. Die Vorkommnisse, die sich kurz darauf im Tresorraum ereignen sollten, werden mir ewig im Gedächtnis bleiben. Über einer Marmortreppe hatte man direkten Zugang zum Allerheiligsten, dem Herzen der Bank. Einer normalerweise niemals versiegenden Geldquelle. In diesem traurigen Fall jedoch sollte hier nie wieder Geld sprudeln. Nach dem Öffnen einer vergitterten Eisentür standen wir vor dem Bollwerk, das den unpassenden Namen Safe trug. Es war vielmehr eine Bastion gegen unbefugten Zugriff aller Art. Eine Festung gegen Raub und Plünderung. Ein Titan, geschaffen von Menschenhand, gegen die Hand von Menschen. So kam es mir vor, als ich Alibaba Andrew vor diesem Klotz aus Stahl stehen sah. Der Tresor bestand im Wesentlichen aus einem begehbaren Raum, in welchem sich ungezählte Schließfächer befanden. Dieser in Metall eingefasste Raum konnte verschlossen werden. Mit einer fast 10 Zoll dicken Stahlplatte, für die die Bezeichnung Tür schon fast eine Beleidigung war. Sie war mehr die Pforte zu einer anderen, einer normalerweise kostbaren Welt. Eingefasst mit aufwendigen, verschlungenen Messingarbeiten, die es schafften, dem klobigen Äußeren einen pittoresken Anstrich zu geben. Und es war eben jene Stahlplatte, die als unüberwindbar galt. Sie haben ja sogar Gaslicht in den Tresorraum legen lassen, Sir. Es gab eigentlich Pläne, elektrisches Licht zu installieren, aber daraus wird wohl nichts mehr. Und Sie, Meister aller Fabrikate, was sagt ein Experte zu solch einer Herausforderung? Eine sehr schöne Arbeit. Und was halten Sie von meiner Anschaffung? Für ein lächerliches Prestigeobjekt, das nichts, aber auch gar nichts einbringt. Pardon, von meiner Anschaffung für knapp 2000 Pfund. Das Ding ist sein Geld wert, würde ich sagen. Hab nie etwas Ähnliches gesehen. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass sogar Sie sich daran die Zähne ausbeißen würden? Alibaba Andrew, der Mann, der jeden Safe auch ohne Schlüssel öffnet. Wenn ich genug Gasflaschen hätte, dann würde ich auch durch diese Tür kommen. Aber wir reden ja immerhin von 4 quer zueinanderliegenden Schichten gehärteten Stahls. Ich müsste ein ganzes Arsenal an Gasflaschen mit mir rumschleppen. Und eine Nacht würde sicher nicht reichen, um alle Schichten durchzuschweißen, damit man an die Schlossmechanik und den Schließbolzen herankommt. Das heißt also, was immer sich in diesem Tresor befindet, es kann nur mit dem passenden Schlüssel wieder herausgeholt werden. Genau, ja? Mein Wort drauf. Sehr gut. Darf ich mir den Tresorraum mal von innen ansehen? Nur zu. Ach, das ist doch lächerlich. Was soll das alles? Und wer bringt uns eigentlich das, was auch immer das ist? Ha? Nur noch wenig Geduld, John. Unglaubliche Verarbeitung. Ja. Doppelfalz der Stahltüre passt wirklich haargenau in die Einfassung. Genau. Sehen Sie sich das mal an. Sowas haben Sie noch nicht gesehen. Ja, die Tür schließt beinahe hermetisch ab. Holmes, nun kommen Sie doch. Ja, doch. Da in der Ecke liegt übrigens ein Hammer. Mhm. Den muss wohl einer der Handwerker hier liegen gelassen haben. Ach,
Ich könnte mir vorstellen, dass der Schlüssel für diesen Tresor recht lang ist. Ja, fast so lang wie mein Unterarm. Darf ich mal sehen? Natürlich. Hier. Der hat ja gar keinen Bart. Das ist ja einfach nur ein langer Metallstift. Nicht ganz. Am Ende sind Bohrungen von unterschiedlicher Tiefe. Mhm. Die Zapfen des Schlosses rasten dort ein und der Schlüssel lässt sich drehen. Bellamy, ich habe keine Zeit für diese Spielchen. Wann kommt die Lieferung? In wenigen Augenblicken. Das mit dem Schlüssel würde ich ja gern mal sehen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden, Mr. Holmes. Watson? Ja? Leiden Sie eigentlich unter Klaustrophobie? Unter Klaustrophobie? Wie kommen Sie denn auf diesen Unsinn? Ja, war nur eine Frage. Wollen Sie mal mit anpacken? Ja, klar. Ja, dann los. Was soll das denn? Sie können doch nicht einfach... Ja, so. Nun ist der Tresor verschlossen. Und so wie es Mr. Alibaba gesagt hat, kann nur dieser Schlüssel ihn öffnen. Schon wieder dieser alberne Name. Heißen Sie so? Ist ein Spitzname. Und Sie können von Glück sagen, dass Sie meinen Namen noch nie gehört haben. Nun, und da ich jetzt absolut sicher sein kann, dass nichts diesen Safe von außen öffnet, darf ich Sie wieder aus meinen Diensten entlassen, Sir. Das war's schon? Ja. Ich werde Sie nach draußen begleiten. Nö, nicht nötig. Ich finde schon raus. Ich muss darauf bestehen. Sie haben mir immerhin einen großen Dienst erwiesen. Ja, bitte, wie Sie meinen. Sie entschuldigen mich? Ja, selbstverständlich, Mr. Bellamy. Ich werde auch gehen. Dann verpasst du allerdings den Höhepunkt, denn wenn ich wieder runterkomme, habe ich es dabei. Was denn zum Henker? Wird nicht lange dauern. Ist doch erstaunlich, dass man von Watson überhaupt nichts hört. Ich könnte wetten, dass er jetzt da drinnen Gift und Galle spuckt und mich auf den Mond wünscht. Nein. Man hört absolut nichts. Und Sie werden wirklich Ihres scharfen Verstandes wegen konsultiert? Ja, ja. Und Sie, wegen Ihrer Gabe reichlich Geld zum Fenster herauszuwerfen? Ich muss doch sehr bitten. Sie befinden sich immerhin in meiner Bank. Tja, glauben Sie ernsthaft, damit könnten Sie mich beeindrucken? Wo bleibt der Kerl nur? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wie kommt es, dass Ihr Partner bankrott ist und Sie nicht? Tja, nun, vielleicht bin ich doch nicht ganz so dumm, wie Bellamy mich möglicherweise darzustellen versucht hat. Ich sage das nur ungern, aber solange es noch Gläubiger auf Ihrer Liste gibt, haben Sie meines Wissens keinen Anspruch auf ein Privatvermögen, das Sie anhäufen könnten. Und wer will mir das verbieten? Sie vielleicht? Sie? Aushilfspolizist? Tja, möglicherweise. So, da bin ich wieder. Ist Dr. Watson immer noch im Tresor? Naja, ich hoffe schon. Sie hatten schließlich den Schlüssel. Oh, verzeihen Sie. Nun, wir wollen ihn schnell wieder rauslassen, damit ich diesen Kasten dort deponieren kann. Was ist da drin? Das wirst du gleich sehen. Hier, Mr. Holmes, würden Sie... Ja, gerne. So, das war's. Wenn Sie mir freundlicherweise beim Öffnen helfen würden. Auch das. Das ist ja unglaublich. Und Sie nicht sofort öffnen, dann verspreche ich Ihnen, dass ich Ihre Geige, auf der Sie immer diese Katzenmusik spielen, ins Kaminfeuer werfe. Ach, Ihnen gefällt meine Musik nicht? Oh, endlich. Endlich. Mir wurde schon langsam die Luft knapp. Na, ich hoffe, Sie haben nicht versucht, uns von innen etwas zuzurufen. Wir haben hier draußen nämlich nichts gehört. Zuzurufen? Ich habe gebrüllt wie ein Stier. Sie hinterhältiger Kerkermeister, Menschenschinder. Oh Gott, oh Gott, ist mir heiß. Bellamy, wo gehst du mit der Kiste hin? Na, wo werde ich damit schon hingehen? Ich lege sie in den Tresor. Ich will endlich wissen, was da drin ist. Was sollte das Ganze denn gerade? Würde ich mit der Ausrede, dass es ein Scherz sein sollte, bei Ihnen durchkommen, Watson? Das soll wohl ein Scherz sein. Naja, Sie waren doch nicht mal 5 Minuten da drin. Außerdem sagten Sie, dass Sie nicht unter Klaustrophobie leiden würden. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe, Holmes. Das verdammte Ding ist abgeschlossen. Der Schlüssel hängt an der Seite. So, das wär's. Korrigieren Sie mich, aber ich glaube, Sie haben gerade Mr. Harlington eingeschlossen. Wirklich?
dann sollte ich ihn wohl wieder schleunigst da rauslassen, nicht wahr? Ach, wissen Sie... Darf ich fragen, was in der Kiste war? In der Kiste? Nichts Besonderes, nur eine extrem giftige Schlange. Eine Schlange? Aber wenn er gleich diese Kiste öffnet? Dann läuft er Gefahr, dass das Reptil entkommt und ihn schlimmstenfalls beißt. Aber ich kann Sie beruhigen, wir sind hier draußen, absolut sicher. Schnell, öffnen Sie die Tür, bevor es zu spät ist. Wenn Sie meinen. Ach, darf ich mal kurz? Was wollen Sie denn mit dem Hammer? Dafür sorgen, dass niemand meinen Partner bei seinem Rendezvous stört. Was haben Sie getan? Sie haben den Schlüssel ja absichtlich abgebrochen. Ganz recht. Ich verstehe. Das war also der Plan, der sich hinter Ihrer Pressemitteilung verbarg. Das mit Abstand teuerste Stück, das diese Bank je beherbergt hat, wird in einem extra dafür angefertigten Safe verbracht, um morgen der gesamten Presse präsentiert zu werden. John Harlington, war das mit Abstand kostspieligste, was sich je unter dem Dach von Bellamy und Harlington eingenistet hat. Er hat in dieser kurzen Zeit so viel Geld verschleudert, dass man bequem 2 Banken davon hätte gründen können. Meine ganze Arbeit, unsere ganze Arbeit, unser Lebenswerk hat er durch seine Gleichgültigkeit und Gier vernichtet. Er hat in wertlose Fonds investiert, Geld in undurchsichtigen Transaktionen ins Ausland geschafft, von dem wir nie wieder etwas gehört haben. Die Abschreibungen, die auf sein Konto gehen, sind geradezu astronomisch. Dank seiner stehen meine Angestellten bald auf der Straße. Einige von ihnen kenne ich seit fast 30 Jahren. Meinen Sie nicht auch, dass John Harlington eine kleine Lektion verdient hat? Kleine Lektion? Der Mann da drin wird sterben durch den Biss einer Schlange. Das ist keine kleine Lektion. Das ist Mord. Holmes, sagen Sie doch auch mal was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Mr. Harlington wirklich mit einer Schlange umbringen wollen, Sir. Ich wusste, dass ich ein miserabler Schauspieler bin. Sie haben natürlich recht. Es ist zwar tatsächlich eine Schlange in dieser Kiste, aber dieses Exemplar ist absolut harmlos. Ich habe es bewusst gewählt, als Versinnbildlichung eines Paktes mit dem, was den Untergang eingeleitet hat. Heimtücke und Falschheit. Aber das weiß Mr. Harlington natürlich nicht. So ist es. Oh, er wird eine furchtbare Zeit da drin haben. So viel steht fest. Aber wie wollen Sie denn den Tresor wieder aufbekommen? Ein Ersatzschlüssel liegt beim Hersteller. Ah ja. Ich werde diesen morgen effektvoll herbringen lassen und um Punkt 12 Uhr den Tresor wieder öffnen. Und Ihnen wird ein vor Wut schäumender Harlington entgegenspringen. Das denke ich nicht. Er wird wie ein Häufchen Elend da drin hocken und ich werde allen erzählen, wie es dazu kam. Und ich werde den Reportern detailliert schildern, wie er dafür sorgte, er allein, dass es mit Bellamy und Harlington abwärts ging. Und wenn alles glatt läuft, am Ende noch eine freudige Nachricht verkünden. Damit wäre Harlingtons gesellschaftlicher Ruf auf ewig ruiniert. Ganz genau. Gut. Dagegen ist nichts einzuwenden. Watson? Ja? Kommen Sie. Zeit für einen kleinen Imbiss. Ich kenne hier in der Nähe ein fantastisches Restaurant. Wie denn? Was denn, das war's? Wir gehen so einfach? Na ja, wissen Sie, ein Streit unter Geschäftspartnern fällt nicht in mein Ressort. Und den Rest des Spektakels werden Sie morgen Abend in der Spätausgabe lesen können. Ja, aber... Ja, Mr. Bellamy, ich wünsche Ihnen alles Gute für morgen und vor allem für die Zeit danach. Vielen Dank, Sir. Ach, Sie haben Ihr Honorar liegen lassen. Ich werde das Geld für Sie postalisch anweisen. Verlassen Sie sich darauf. Das kann ich mir gerade noch leisten. Das folgende Essen blieb bis auf das ausgezeichnete Roastbeef ereignislos.
Wir beeilten uns nicht gerade auf dem Rückweg, was zu einem daran lag, dass wir beide den aufwühlenden Begebenheiten des Nachmittags nachhingen, und zum anderen, weil wir ahnten, dass wir eine beleidigte Mrs. Hudson antreffen würden, die mit dem Abendessen auf uns gewartet hatte. So seien Sie doch leise! Sie machen doch genauso viel Lärm wie ich. Wenn Sie wollen, dass wir unentdeckt nach oben kommen, müssen Sie das nächste Mal eben einen Flaschenzug am Fensterbrett installieren. Ich mache überhaupt keinen Lärm. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich mir nämlich im Laufe der Jahre gemerkt, welche Stufe wo knarrt und wo man bedenkenlos auftreten kann. Holmes? Ja. Sie sind unverbesserlich. Offenbar ist Mrs. Hudson derart beleidigt, dass sie gar nicht daran denkt, uns ihre Aufwartung zu machen oder mit tadelnden Blicken zu strafen. Sehen Sie mal, da hängt ein Zettel an der Tür. Oh ja. Bin bei meiner Freundin Esther in Hampstead. Ja. Essen steht im Ofen. Richtig, habe ich total vergessen. Tja. So. Na, Watson, dann erzählen Sie doch mal. Ja, gern. Wenn Sie mir sagen, was. Wie hat Ihnen die ganze Sache heute gefallen? Oh, das war wirklich mal eine willkommene Abwechslung, oder nicht? Kein Raub, kein Mord, sondern der Gerechtigkeit wurde ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Was sonst ja nicht sehr oft passiert. Ja, ja. Wie Sie wissen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und was halten Sie von Mr. Bellamy? Nun, trotz der sicherlich positiven Schlagzeilen, die nach der morgigen Sache auf ihn einhageln werden, tut er mir schon etwas leid. Sein Lebenswerk, wenn nicht sogar sein Leben, wurde von diesem Harlington vernichtet. Ja, das liegt ganz offensichtlich auf der Hand, oder? Vollkommen. Das wird ein Ding morgen, wenn Bellamy den Tresor öffnet. Ich überlege, ob wir uns nicht den Spaß machen sollten, dorthin zu gehen. Wir könnten natürlich bis morgen warten, aber dann wird es höchstwahrscheinlich zu spät sein. Und Sie würden erst eine böse Überraschung und dann eine herbe Enttäuschung erleben. Und davor sollte ich Sie doch bewahren, nicht wahr? Wie meinen Sie denn das, Holmes? Nur so viel. Francis Bellamy wird morgen als einziger dem ganzen Spektakel fernbleiben. Warum sollte er denn? Auch wenn das kostbare Objekt, das er angekündigt hatte, letztlich eine Zeitungsente ist. Watson, in der ganzen Sache geht es leider sehr wohl um Raub. Und, ja, gut, ja? Dass Sie schon sitzen. Ja? Auch um Mord. Also, na, jetzt sind Sie es aber, der hier mächtig auf dem Holzweg ist, oder? Harlington ist zwar ein Räuber, das ist richtig, aber ob man ihn einen Mörder schimpfen kann? Naja, ich rede nicht von Harlington. Sondern von Francis Bellamy. Wie denn? Was denn? Das muss entweder der Sherry sein, oder Sie haben mich mit Ihrer Logik-Lokomotive wieder einmal abgehängt. Ja, Sie stehen mal wieder brav am Bahnhof und warten. Aber damit ist es jetzt vorbei. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Los, auf geht's! Aber wohin denn? Wohin, fragen Sie? Na, zum Anwesen von John Harlington. Und den hier nehmen wir auch mit. Ihren Revolver? Mein Revolver. Wir warfen uns regelrecht in unsere Mäntel und verließen das Haus, als wären wir auf der Flucht vor der Polizei. Holmes rannte die Baker Street runter und requirierte die nächste Droschke, die ihm entgegenkam. Im Eiltempo ging es dann zum Haus des Pleitiers John Harlington. Woher hatten Sie eigentlich die Adresse, Holmes? Hier, der Eilbrief. Im Briefkopf sind die Privatanschriften der Eigner abgedruckt. Und warum fahren wir jetzt gerade dahin? Harlington sitzt im Safe seiner Bank. Watson, haben Sie es immer noch nicht begriffen? Es liegt doch quasi auf der Hand. Wofür braucht Francis Bellamy einen Safe-Knacker? Ja, das wissen Sie doch. Er wollte eine Auskunft über die Sicherheit seines neuen Tresors. Ach, das ist doch Unsinn. Also gut, anders formuliert. Wofür braucht man einen Safe-Knacker im Allgemeinen?
Jetzt kommen Sie. Die Antwort steckt bereits in der Frage, Watson. Na ja, um einen Safe zu knacken. Ah, richtig. Um einen Safe zu knacken. Es ging nie um eine Expertise. Dass man dieses Monstrum nur mit dessen Einverständnis öffnen kann, sehe sogar ich auf den ersten Blick. Aber, Watson, es gibt einen anderen Safe, den Francis Bellamy gern öffnen würde, für den er aber keinen Schlüssel hat. Erinnern Sie sich daran, als Alibaba Andrew gehen wollte? Das war's schon? Ja. Ich werde Sie nach draußen begleiten. Nö, nicht nötig. Ich finde es schon raus. Ich muss darauf bestehen. Sie haben mir immerhin einen großen Dienst erwiesen. Ja, bitte. Wie Sie meinen. Sie entschuldigen mich? Bellamy ist nicht umsonst mit dem Experten nach oben gegangen. Er hat sich nicht nur von ihm verabschiedet, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit ihm verabredet. Weil er seine Hilfe braucht. Und der Safe, von dem Sie sprechen, der steht im Hause Harlington? Ausgezeichnet kombiniert, Watson. Ja, und warum sprachen Sie dann vorhin von Mord? Bitte warten Sie hier. Wir werden in Kürze wieder Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Natürlich, Sir. Watson. Ja? Zur Tür. Ja. Also. Ach ja. Und Bellamy spaziert hier einfach so rein. Ohne den Hausherrn, meinen Sie? Francis Bellamy und Ernest Harlington kannten sich über Jahrzehnte. Ich bin mir sicher, dass er hier ein- und ausging. Also werden die Diener kaum misstrauisch werden, wenn Bellamy mit einer weiteren Person hier aufläuft. Sie können sich dann zurückziehen, damit wir hier in Ruhe den Safe zu Leibe rücken können, James. Ja, so in etwa. Ja. So. Es ist offen. Ja. Holmes, das ist Hausfriedensbruch. Wenn nicht sogar Einbruch. Sie können ja gern draußen bleiben. Ich denke gar nicht daran. Wenn ich das richtig gedeutet habe, muss hier rechts das Arbeitszimmer sein. Dort brannte zumindest Licht hinter dem Vorhang. Na, dann sehen wir doch mal nach. Ich sag dir doch, ein Kinderspiel, wenn ich mein Werkzeug dabei habe. Ja, Sie haben Wort gehalten und so, wie es aussieht, ist wirklich nicht die kleinste Spur von Gewalteinwirkung zu erkennen. Ja, ich beherrsche schließlich mein Handwerk. Kam öfter vor, dass meine Kunden erst Tage später von ihrem Glück erfahren haben. Beim zufälligen Blick in den Safe. Damit wäre unsere Abmachung erfüllt. Hier ist Ihr Geld. Ja. Der Reiz des Geldes. Es ist immer wieder das Gleiche. Bei kleinen wie auch bei großen Ganoven. Mr. Holmes, dann auf Wiedersehen. Schön hier geblieben. Ja? Ja, wir brauchen Sie nachher noch. Ich gestehe, dass ich mit Ihrem Erscheinen nicht gerechnet habe. Schon gar nicht hier. Sie haben mich benutzt, Mr. Bellamy. Aber was noch schlimmer ist, Sie haben meine Gutmütigkeit missbraucht, die ich normalerweise nur sehr sparsam dosiere. Das tut mir sehr leid und ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Aber es gab leider keinen anderen Weg. Das ist keine Rechtfertigung. Diese Phrase kennen wir in- und auswendig, Mr. Bellamy. Das kann ich mir vorstellen, Dr. Watson, aber in diesem Fall stimmt es wirklich. Sie halten da einen ganzen Stapel 20-Pfund-Noten in der Hand. Ja, sehe ich auch. So wie es aussieht, sind Sie ein ganz gewöhnlicher Dieb. Sie sprechen von dem Geld in meiner Hand. So ist es. Ich bitte Sie, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für diese Summe lohnt sich der ganze Aufwand doch nun wirklich nicht. Und wofür lohnt er sich? Ich werde versuchen, es Ihnen zu erklären. Es ist schwierig, wenn das, was einen Menschen letztlich ausmacht, ihn antreibt und seinen Geist am Leben erhält, plötzlich ausgelöscht wird. Mein Leben und Streben galt immer nur der Bank und damit meinen Kunden, die ihr mitunter hart verdientes Geld zur Aufbewahrung und Anlage in unsere Hände legten. Ich hätte ihn stoppen müssen, als ich es noch konnte. Der Weg war vorgezeichnet und nicht zu übersehen, aber ich zögerte.
Eine im Bankgeschäft oftmals richtige, aber in Einzelfällen schlechte Taktik. Was passierte, muss ich Ihnen nicht darlegen, das wissen Sie aus der Zeitung. Was Sie hingegen nicht wissen, ist, was sich hier vor knapp 3 Wochen abspielte. Du hast was? Glaubst du ernsthaft, ich bin so dämlich wie du und lass mir mein gesamtes Privatvermögen wegpfänden? Du bist dazu verpflichtet, John. Du stehst bei unseren Kunden im Wort, genau wie ich. Wir beide hatten von Anfang an unterschiedliche Auffassungen von Prioritäten. Ich sehe mich deutlich über den Bedürfnissen meiner Kunden angesiedelt, Bellamy. Aber wir haben jahrelang mit ihrem Geld gearbeitet. Da ist es nur fair, wenn wir jetzt auch alles tun, um sie nicht mit leeren Händen dastehen zu lassen. Ach, das ist romantischer Unsinn. Ich frage mich, wie du und mein Herr Vater so lange am Markt bestehen konnten. Du sprichst besser nicht über Dinge, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Vor allem aber, sprich nicht so abwertend über deinen Vater. Ich hole mir nur das, was mir zusteht. Und deshalb sage ich dir, keiner bekommt diese Wertpapiere. Du musst sie verkaufen. Sie sind immens wertvoll. Tja, das weiß ich. Und sie werden noch mehr im Wert steigen. Wenn das geschehen ist, dann werde ich sie verkaufen. Vorher nicht. Aber bis dahin sind die Konkursgeschäfte längst abgewickelt. Und es sind noch so viele Kunden, die auf ihr Geld hoffen. Sie alle würden leer ausgehen. Tja, mag sein, dass die leer ausgehen. Ich werde das gewiss nicht. Ernest hatte kurz vor seinem Tode im großen Stil Aktien eines neu dotierten Unternehmens gekauft, von dem er sich viel versprach. Der Mann gilt als Genie und Pionier, obwohl er kein Engländer, sondern Italiener ist. Sprechen Sie jetzt etwa von diesem Marconi und seiner Wireless Telegraph Company? Dr. Watson, Sie kennen sich auf dem Aktienmarkt offenbar gut aus. Nein. Ich bin nur ein aufmerksamer Leser. Der Kurs stand damals schon hoch. Und wir wären wenigstens mit erhobenem Haupt aus der ganzen Sache rausgekommen, wenn Harlington die Aktien sofort zu Geld gemacht hätte. Aber er dachte nicht daran. Und da fassten sie diesen ungewöhnlichen Plan, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ich ließ den Safe installieren und informierte die Presse. Wo sind denn die Aktien jetzt? Hier, in dieser Mappe. Und wie viel ist das jetzt wert, wenn das morgen eingetauscht würde? Etwas mehr als 150.000 Pfund. Es ist ja unfassbar. Und was haben Sie jetzt damit vor? Ich werde es morgen veräußern, um so alle Gläubiger auszuzahlen. Einschließlich der Gehälter, die ich meinen Angestellten noch schulde. Aber das wäre doch eine gute Sache, nicht wahr, Holmes? Dann stelle ich Ihnen jetzt die alles entscheidende Frage. Warum haben Sie den Originalschlüssel abgebrochen? Weil ich nicht wollte, dass Sie John aus seiner misslichen Lage befreien. Er sollte zumindest ein bisschen für seine Missetaten büßen. Oh ja. Sie enttäuschen mich, Mr. Bellamy. Warum? Weil Sie genauso gut wie ich wissen, dass John Harlington in einer tödlichen Falle sitzt. Meinen Sie, wegen der Schlange? Ich kann Ihnen versichern, dass weder eine giftige noch sonst eine Schlange in der Kiste war. Die wäre auch absolut überflüssig, denn Mr. Harlington wird in dem Safe ganz langsam und qualvoll ersticken. Mann, wo bin ich denn hier reingeraten? Du meine Güte. Sie könnten recht haben, Holmes. Und ob ich recht habe? Ich habe nicht vergessen, wie exakt der Safe gearbeitet ist. Dr. Watson wies mich begeistert darauf hin. Und Sie, Bellamy, bestätigten sogar noch, dass die Tür beinahe hermetisch abschließe. Watson, darf ich Sie an Ihr kurzes Intermezzo in dem Tresor erinnern? Daran, was Sie sagten, als Sie wieder herauskamen? Oh, endlich. Mir wurde schon langsam die Luft knapp. Na, ich hoffe, Sie haben nicht versucht, uns von innen etwas zuzurufen. Wir haben hier draußen nämlich nichts gehört. Zuzurufen? Ich habe gebrüllt wie ein Stier. Sie hinterhältiger Kerkermeister, Menschenschinder. Oh Gott, ist mir heiß.
Das war kein unbedachter Scherz. Es war tatsächlich nichts zu hören. Das bedeutet, dass die Tür luftdicht abschließt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, und jetzt spinnen wir den Gedanken weiter. Harlington ist im höchsten Maße erregt, vielleicht sogar panisch. Und was beschleunigt sich bei Aufregung neben dem Herzschlag noch? Na, die Atmung. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass auch noch ein Gaslicht in dem kleinen Raum brennt. Mensch, Holmes, und ich habe das Ganze für einen makaberen, aber verdienten Scherz gehalten. Aber das war es nicht, Bellamy. Sie hatten nie vor, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben. Ihr Hass auf ihn ging so tief, dass sie von Anfang an planten, John Harlington umzubringen. Der Safe sollte sein Grab werden. Und niemand sollte ihn dort rausholen. Richtig? Sie haben mich durchschaut. Viel enttäuschender ist allerdings, dass Sie uns glauben machen wollten, Sie würden die 150.000 Pfund aus Nächstenliebe herschenken. Das ist kompletter Unsinn. Sie wollten keineswegs die Gläubiger ausbezahlen. Jeder, und da bilden Sie leider keine Ausnahme, ist sich selbst der Nächste. Sie hätten morgen früh als erstes die Aktien zu Geld und sich damit aus dem Staub gemacht, um ein neues Leben zu beginnen. Weit weg von London. Vielleicht auch weit weg von England. Harlington hatte sie ruiniert und dafür sollte er zahlen. Sowohl mit seinem unrechtmäßig einbehaltenen Vermögen als auch mit seinem Leben. In der Eigenschaft als Dieb unterscheiden sie sich in keiner Weise von ihm. Er hingegen wird nicht wegen versuchten Mordes angeklagt werden, so wie Sie. Die ganze Zeit über haben sie versucht, uns zu manipulieren. Und das Erstaunlichste daran ist, ich war bereit, Ihnen das eine oder andere zu glauben. Dabei hätte es mir sofort auffallen müssen. Schon bei unserer ersten Begegnung. Wie denn, Holmes? Sein Händedruck, Watson. Mr. Bellamy hat einen kräftigen, festen Händedruck. Die Visitenkarte eines jeden Mannes. Oh, ja. Und das war nicht Ausdruck der Verzagtheit und der Resignation. Das war der Händedruck eines zu allem entschlossenen Mannes, der Pläne hat und nach vorn sieht. Der zudem, entgegen seiner Behauptung, alles andere als ein miserabler Schauspieler ist. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Holmes. Aber werden Sie das auch beweisen können? Wer sagt Ihnen denn, dass ich das Geld nicht wirklich abgeben wollte, um die Gläubiger auszuzahlen? Dafür gibt es keine Beweise, fürchte ich. Aber Indizien für meine Theorie wird es geben, wie ich befürchte. Ein so weitsichtiger und vorausplanender Mann wie Sie hat gewiss schon einen oder zwei gepackte Koffer zu Hause stehen. Oder sollte ich mich tatsächlich irren? Er hat es verdient, Holmes. Mit jedem angestrengten Atemzug, der ihn dem Tode näher bringt, hat er es verdient. Ich nehme mir nur, was mir zusteht. Was ich mir aufgebaut habe, das ist mein gutes Recht. Begreifen Sie? Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu ermorden, Mr. Bellamy. So ist es. Auch wenn ihm noch so viel Unrecht widerfahren ist. Es war ja nicht einmal eine Tat, die im Affekt begangen wurde. Es war Heimtücke, jawohl. Sie hatten alles akribisch geplant. Wenn ich nur an den Zeitungsartikel denke... Glücklicherweise hat der Richter das zu entscheiden. Wie geht es nun weiter? Wir werden jetzt gemeinsam zur Polizei fahren. Und Sie, Andrew, Sie werden auf dem schnellsten Wege Ihren Kumpel Schlüssel-Eddie herbeizaubern. Mit seiner gesamten Ausrüstung, verstanden? Ja. So, draußen steht eine Kutsche. Die nehmen Sie. Sollen wir dann wieder hierher kommen, Mr. Holmes? Oder was? Blödsinn! Sie kommen natürlich zur Bank. Dort werden Sie gebraucht. Und wehe Sie türmen! Dann werde ich dafür sorgen, dass man auch Sie wegen Mordes anklagt. Was? Ich wusste es. Ich werde nur Ärger mit der Sache haben. Darauf soll einer kommen, dass der freundliche und versierte Bankier Bellamy einen perfiden, einen tödlichen Plan ins Rollen gebracht hatte. Seinen persönlichen Rachefeldzug gegen den Pleitier Harlington. Teil dieses Planes war ein Safeknacker, der beste, wenn möglich.
Und an wen wendet man sich in so einem Fall? An jemanden, der die Gauner und Ganoven Londons wie den Inhalt seiner Westentasche kennt. Holmes sollte benutzt werden, um mit seiner Hilfe ein Verbrechen zu begehen. Aber Bellamy hatte nicht mit den analytischen Fähigkeiten meines Freundes gerechnet. Keine Stunde später standen wir, Bellamy in Handschellen, vor der Barrikade, die sich Tresor nannte. Das Ding hat Schlüssel Eddie mal eben gefeilt und gebohrt? Ja, Mr. Holmes, wir wollen Ihnen doch helfen, nicht wahr, Alibaba? Wir sind halt Fachleute, Mr. Holmes, und Eisenstangen gibt es in jeder Länge und Dicke. War weitaus schwieriger, das abgebrochene Stück aus dem Schloss zu kriegen. Ich bin gespannt, ob der Ersatzschlüssel passt und vor allem, ob wir rechtzeitig kommen. Mir graut es ehrlich gesagt vor dem Anblick. Komm schon, Eddie. Lass jucken. Ja, in Ordnung. Oh nein. Ich hatte es befürchtet. Nein. Er liegt auf dem Boden. Ja, wenigstens ein Triumph. Welch eine Genugtuung. Was hast du dafür, Harlington? Man fasst es nicht. Der windige Geselle hat sich einfach hingelegt und ist eingeschlafen. Der hat Schwein gehabt. Was ist hier los? Welcher Geselle? Glück für Sie, dass er lebt, Bellamy. Sein Leben rettet das Ihre. Das sehe ich anders. Können Eddie und ich jetzt verduften? Da Sie beide uns zwar gegen Ihren Willen einen großen Dienst erwiesen haben, zischen Sie ab. Danke, Sir, danke. Danke, Sir. Die restliche Bewertung des Falles obliegt jetzt dem Urteil des Gerichts. Sergeant, führen Sie Mr. Bellamy ab. Ich denke, wir sehen uns bei der Verhandlung, Mr. Holmes. Ja, ja, ich gehe davon aus. Dr. Watson? Ja, Wiedersehen, Sir. Was sollte das alles? Und warum wurde Bellamy abgeführt? Das können Sie morgen in der Zeitung lesen, Sir. Sie können tatsächlich froh sein, dass Sie so einen gesegneten Schlaf haben. Da atmet man nämlich flacher. Ach. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sagen Sie, was war eigentlich in der Kiste drin? Bellamy ist anscheinend übergeschnappt. Da lag nur ein Zettel drin, wo drauf stand: Du bist tot. Bellamy kam mit lebenslanger Haft davon. Nur der Umstand, dass Harlington bei der Sache nicht zu Schaden gekommen war, rettete ihn vor dem Galgen. Tja, so schnell wird aus einem Helden ein ruchloser Verbrecher. Ach, und eine Randnotiz noch. Alibaba Andrew atmet aktuell auch wieder gesiebte Luft. Einbruch und Diebstahl in einem mittelschweren Fall. Aber er ist sicher bald wieder draußen. Den kann man einfach nicht einsperren. Insofern sollte Holmes recht behalten. Viel hat sich wirklich nicht geändert. Die Menschen sind, was sie sind. Unberechenbar, meist auf ihren Vorteil bedacht und hinterhältig. Das Einzige, was mich dabei mit Hoffnung erfüllt, ist das Wissen, dass sie dem Intellekt eines Sherlock Holmes hoffnungslos unterlegen sind. Er kriegt sie alle.